Heiko Kalbach, was soll das? Das neue Classic-Gewichtslimit tut der Klasse nicht gut. Hat er sich nicht dazu schon geäußert? Naja, let's go. So, da ist er wieder. Willkommen auf dem King Kalle Channel. Frisch gelaserte Fresse. Also hier meine Besenreißer und so ein Gedöns habe ich dann mal wieder ein bisschen bearbeiten lassen für euch, damit ihr mich überhaupt noch ansehen könnt und Bock habt, hier meine Videos zu gucken. Ne? Übrigens, würde mich sehr über eure Abos freuen. Das tut nicht weh. Liken, abonnieren, teilen. Heute ist das Thema dran, das Gewichtslimit. Heiko hat aber auch ganz flott die 10K gemacht, ne? In kürzester Zeit, Digga. Danke dir, Lars Backhaus. Die Gewichtserweiterung in der Classic Physik. Die Jungs, die dürfen jetzt schwerer sein, hat sicherlich der eine oder andere schon mitbekommen. Gleiche Chance für alle, also vom Siebang bis zum letzten können die Jungs alle etwas schwerer sein, so circa um die 2 Kilo, plus minus, habe ich jetzt nicht ganz genau auf dem Schirm. Aber das ist ja schon eine Menge Holz, wenn man bisher als Athlet vielleicht sein Gewichtslimit nicht ausgeschöpft hat und das jetzt machen würde, plus den Mehrwert, der oben drauf kommt, das Mehrgewicht, das ist schon eine ganze Menge. Und das ist beim einen oder anderen tatsächlich dann, wie beim Urs, das müssten dann so um die 4 Kilo sein, weil ihm haben letztes Jahr, glaube ich, 2 oder 3 Kilo zu seinem Gewichtslimit gefehlt. Und wenn er jetzt noch oben drauf packen kann, dann könnte er rein theoretisch um die 4 Kilo schwerer sein, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme. Und jetzt geht mal zum eurem Fleischer des Vertrauens und holt mal 4 Kilo Pute. Ne? Und wenn man die verteilt am Körper, das sieht schon dann ziemlich spannend aus. Ich vermute das jetzt einfach mal. Und kommt Heiko so spät mit diesem Thema? Da hat sich doch schon jeder zu geäußert hier. Heiko, hast du verschlafen? Dass die zu dicht an der Men's Physik schon dran waren, beziehungsweise haben sie ja die Men's Physik limitiert, also da haben sie Gewichtslimits eingeführt. Stimmt, Men's Physik hat jetzt auch Gewichtslimit, ne? Gab es vorher noch nie. Über das. Es kommt mit Sicherheit mal wieder ein Trainingsvideo mit Kalle und der Podcast wird auch starten. Nur Heiko ist gerade viel unterwegs. Ich war viel unterwegs. Wir sind nicht dazu gekommen. Der ist jetzt auch wieder bei den Wettkämpfen am Start, international. Also er startet nicht, er ist vor Ort. Deswegen, es kommt, es kommt, es kommt. Geduldet euch. Sie jetzt nicht drüber kommen dürfen, weil die ja wild wachsen konnten, dann nur ihre bunten Höschen anziehen, ihre langen Surfershorts und dann sahen die teilweise massiver aus wie manche Classic-Physik-Athleten-Typen. Um Die sind brutal, die Jungs, ne? denen entgegenzuwirken und das weiter auseinanderzuholen, denke ich mal, hat man das so gemacht. Es kann ja auch so sein, dass das ist nicht das erste Gewicht, das ist anders ausgedrückt. Ne? Was ist, wenn weitere Gewichtssteigerungen oder Limits folgen in der Classic Physik nach oben? Ne? Geht das dann zu sehr in Richtung Men's Open Bodybuilding oder was hat man vor damit? Also ich denke mal, also ich halte jetzt nicht so viel davon. Ich finde es, wenn es jetzt dabei bleibt, bei dieser einen Erhöhung, dann finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber wenn die jetzt Jahr für Jahr oder alle paar Jahre erhöhen, dann finde ich das schon ein bisschen. Das muss nicht sein, weil das ist genau das, was er sagt. Und dieses Überzüchten der Athleten, das gefällt mir auch nicht. Das ist schlimm. Dingens hat das ja perfekt gesagt. Phil Heath in dem letzten Video, ne? Gloss. JCA abonniert und das militante Must-Tun ebenfalls. Dankeschön. Erkläre ich euch ganz einfach daran, weil der Chris Bumstead für mich der perfekte Classic Bodybuilder war, so wie er aussah. Und der war ja nicht ohne Grund jetzt in den letzten Jahren Mr. Olympia und wird auch dieses Jahr wieder werden, vermute ich mal ganz stark. Safe. Daran sollte man sich doch orientieren, wenn man jetzt den anderen Leuten, inklusive ihm, die Möglichkeit gibt, weiter nach oben zu kommen. Der eine oder andere, bei dem wird sich das eventuell sogar negativ auswirken, das Mehrgewicht, ne? Anhand der Linie oder der Form. Das wird man alles sehen, wenn es soweit ist, aber ich glaube, ja, ob das jetzt so cool war, das war. Don Proleone, danke dir fürs Primer. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Frage ich noch zu bezweifeln. Ich lasse mich aber überraschen, wenn die Jungs dann ein bisschen voller dastehen.
bin ja von der Sache her ein absoluter Open-Bodybuilding-Fan. Aber wenn sich dann so ein bisschen die Prioritäten da verschwimmen miteinander oder vermischen langsam, dann halte ich es für relativ nicht sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird Zibam gefährdet dadurch? Das ist die nächste Frage, die gestellt wurde. Ich glaube nicht, dass er gefährdet wird, weil, wie gesagt, bei ihm wird sich an der Linie nicht viel tun. Er wird einfach ein bisschen mehr Fleisch dran haben. Er wird mit gewohnter Härte kommen und das Gewichtslimit einfach nur ausnutzen, genau wie die anderen Athleten auch. Also es stockt sich einfach nur auf. Es wird da nicht die Karten. Gibt Sonntag den Livestream oder jetzt zum Wettkampf? Das Sign-up ist gerade so stark. Ich glaube nicht, dass wir einen Livestream haben werden, weil der Livestream kostet ja Geld. Und wenn ich den hier zeige, kann ich damit meinen Twitch-Kanal verlieren. Ja, man kann gebannt werden und alles verlieren. Das ist es mir nicht wert. Aber ich denke mal, ich werde den Livestream aufzeichnen und sofort Berichterstattung für euch liefern. Ja, weil ich werde mir den Livestream, denke ich mal, kaufen. Und also das ist mein Plan am Wochenende und in Blitzeile dann schnell ein Video raushauen, was dann direkt am nächsten Morgen ready ist. Ja. Neu gemischt. Also mit den Platzierungen etc. Es sei denn, der eine oder andere, wie gesagt, für den ist das ein Nachteil, wenn er schwerer wird. Hätte der Hund nicht geschissen, hat er einen Hasen gekriegt. Meistens kostet so ein Livestream 20 Euro. Das muss man dann sehen, wenn es soweit ist, wenn Mr. Olympia ist. Ich kann jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken. Das ist jetzt nur. Und das ist auch der Wettbewerb, an dem Tim, Roman, Mike Chesler, Dennis Reinhold und Roman hatte ich schon, ne? Tim, Roman Fritz, Mike Chesler, Dennis Reinhold und ich glaube noch ein Open Guy aus Deutschland, oder irre ich mich, oder sind das nur die vier? Doch, sind nur die vier. Ja, die starten jetzt am Wochenende. Also meine Meinung, die ich habe, und ja, ich lasse mich genauso überraschen wie ihr auch. Also da wird. Roman ist so breit, der muss zweimal genannt werden. Das wird dann ja, spannend werden, halt, wie es ausgeht. Ne? Was die Jungs draus machen, wie die Endresultate aussehen beim einen oder anderen. Und mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ne? Zibam, wie gesagt, sehe ich unangefochten momentan. Urs wird das. Die Gewichtserweiterung auf alle Fälle in die Karten spielen. Davon bin ich auch überzeugt. Wie es bei einem Ramondino aussieht, der ja nur schon relativ massiv ist eigentlich, muss man gucken halt. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass er das Gewichtslimit ausschöpfen muss, das neue. Er kann es nur für sich in Betracht ziehen, das zu machen. Wenn er sagt, er sieht mit weniger Gewicht besser aus, dann er wird schon die richtige Entscheidung finden. Er wird ja auch, denke ich mal, beraten werden. Ich denke mal, damit ist das Thema auch schon abgefrühstückt, ne? Die Gewichtserweiterung, da müssen wir uns tatsächlich überraschen lassen. Ich würde sagen, bis dahin verbleiben wir mit sportlichen Grüßen. Peace and Love and Rock'n'Roll, euer King Kalle. Also ich finde es als ehemaliger Classic-Athlet irgendwo cool, weil es war bei mir natürlich der Kampf, ne? Dieses Gewicht zu erreichen, immer. Aber irgendwo ist es auch natürlich scheiße, weil dieser Classic-Look, der geht immer mehr in die falsche Richtung. Es wird immer brutaler, immer extremer und ich habe Angst, dass die Classic-Physik-Jungs irgendwann aussehen werden wie die Open-Guys und das ist dann halt keine Classic mehr, das ist dann einfach nur, du kannst eine Vakuum ziehen und ziehst dir eine Classic-Hose an. Das ist natürlich schade, ne? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.